Ja, servus zusammen und herzlich willkommen zur ersten Folge des Insomaniac Podcasts im stillen Dialog. Ein Podcast mit mir und dem guten Timur. Ja, ihr kennt ihn ja schon aus meinen Filmen, ja, mein Hauptdarsteller. Und ja, servus Timur, schön, dass wir den Podcast heute zusammen machen können. Ja, hallo Andi, schön, dass es geklappt hat. Ja, wir haben uns einfach mal überlegt, sowas hier auf die Beine zu stellen, weil ja doch relativ viel Resonanz von euch auch gekommen ist. Ja, wie war die Premiere in Nürnberg? Ja, wie läuft das Ganze ab? Die Arbeit zu den Kurzfilmen und so weiter. Und wir haben uns überlegt, dass wir jetzt nicht nur auf das eingehen, sondern vielleicht auch noch ein paar andere Themen anschneiden. Also wir haben uns ein paar Themenschwerpunkte überlegt, beziehungsweise hat Timur sich die rausgesucht, bearbeitet und die wollen wir heute der Reihe nach abarbeiten. Also wir haben heute drei an der Zahl, ne? Drei Themen, die wir besprechen wollen. Genau. Genau, und das erste Thema ist Kunst und die Definition von Kunst, was Kunst für den jeweiligen bedeutet. Ja? Und ich würde jetzt mal sagen, ich übergebe jetzt mal an dich. Du hast dir, wie gesagt, diese Themen überlegt. Hau mal raus, wie du das Ganze angehen willst. Ne? Wir müssen erst mal so ein bisschen reinkommen hier bei Folge 1. Ne? Genau. Nee, dann fange ich mal an. Also ich hätte jetzt mal vorgeschlagen, dass für die Leute, die uns jetzt noch nicht so gut kennen, dass wir trotzdem uns noch mal ganz kurz vorstellen, was wir jetzt hier eigentlich immer die ganze Zeit hier vorhaben, unsere Vorhaben. Dann werden wir dann noch mal ganz kurz das Konzept des Podcasts noch mal ganz kurz erläutern und dann gleich mit dem ersten Thema beginnen. Dann, ja, gut, genau. Dann fange ich mal an. Genau, also ich bin ja der Timur Güler und ich bin jetzt auch schon seit 2012 jetzt aktiv im Independent- und Underground-Bereich tätig und habe jetzt dann auch mal angefangen vor 2 Jahren, jetzt dann mal meinen ersten Kurzfilm auf die Beine zu stellen. Das war jetzt der A Tale of Four Seasons, der ja mit deinen beiden Kurzfilmen ja letztens in Nürnberg Premiere hatte, wo auch das Feedback durchgehend positiv war. Ich denke, das war ja bei dir genau der gleiche Fall. Definitiv. Ja, und jetzt dachten wir mal, probieren wir jetzt mal was Neues und stunden jetzt einfach mal einen Podcast aufnehmen, wo jetzt dann mal Gleichgesinnte mit zuhören können und dann vielleicht auch irgendwann mal auch selber ihren Beitrag dazu leisten könnten. Ja, also ich dachte mal, dass wir nicht immer nur wir beide mal diesen Podcast aufnehmen, sondern dass wir auch mal, oder dass du auch mal neue Gäste mit einladen kannst. Ich denke, das macht das Ganze auch ein bisschen abwechslungsreicher. So. Sehr gern. Also auch an meine Zuschauer jetzt hier, ne? Wenn jemand von euch Bock hat oder Themenvorschläge hat, Anregungen, haut es einfach unten in die Kommentare oder schreibt mich an. Ja, meldet euch im Misanthropics, im Misanthropics-Bereich auf Facebook und so. Ne? Ihr wisst ja, da bin ich auf jeden Fall erreichbar und dann können wir da was auf die Beine stellen, dass ihr auch mal hier dabei seid. Ne? Genau. Dann hatte ich mir gedacht, wir nehmen erstmal 3 Podcast-Folgen auf. Die erste wird dann erstmal so das Allgemeine erstmal präsentieren, wo wir uns jetzt, wie du schon angekündigt hast, wo es über Kunst, Horror und Filme handeln wird und dann werden wir in den nächsten 2 Folgen ein bisschen tiefer in die Materie einsteigen und uns dann mal mit tieferen Themen befassen. Und da habe ich mir auch gedacht, dass wir so grundsätzlich Sachen wie auf jeden Fall jetzt Politik oder was jetzt so gerade in der Gesellschaft jetzt gerade los ist, dass wir die mal eher ausklammern. Wir werden aber trotzdem dann die Themen, die wir dann zukünftig ansprechen werden, natürlich auch schon einen aktuellen Bezug irgendwie hernehmen. Genau. Guter Punkt auf jeden Fall, aber das wissen meine Zuschauer ja schon auch, dass ich Politik auf jeden Fall weglasse von meinem Kanal, weil in der heutigen Zeit, ne, kann man sich da leider nur ins Ausschießen selber. Ne? Und außerdem, weil man es ja gerade an jeder Ecke irgendwie mitkriegt, deswegen dachten wir einfach mal kurz raus aus dem Hamsterrad und einfach mal sich ein bisschen berieseln lassen von Themen, die einen eigentlich eher ansprechen. So ist es. Na gut, möchtest du noch was ganz kurz zu deiner Person sagen? Und dann würde ich vorschlagen, beginnen wir dann gleich mit dem ersten Thema. Ja, also
im letzten Video, wo mich ja der gute Florian von Anker TV interviewt hat, habe ich es ja auch nochmal gesagt. Ne? Und viele, wie gesagt, die sich hier rumtreiben, kennen mich ja. Andi, ne? Schrägstrich, aka Silentium, ist meine Wenigkeit. Und ich bin seit 2010 circa hier unterwegs und ja, mache einfach alles, worauf ich Bock habe. Und ja, habe mir auch zum Glück über die ganzen Jahre eine treue Zuschauerschaft erarbeitet und die schätzen auch das, dass ich mich nicht im Mainstream suhle, sondern eben gerne über den Tellerrand gucke und das will ich heute in diesem ersten Podcast ein bisschen zelebrieren. Ne? Das hast du sehr, sehr schön formuliert, Andi. Dankeschön. Gut, dann würde ich sagen, lange Rede, keinen Sinn. Dann würde ich gleich jetzt das erste Thema anläuten. Und das wäre Kunst. Was ist überhaupt Kunst? Was bedeutet es für uns und was bedeutet es für die Allgemeinheit? Ich habe mich ja schon in meinem letzten Studium ja sehr viel mit Kunstgeschichte befassen müssen und da habe ich natürlich auch mal gegoogelt nach der Definition, was ist eigentlich Kunst? Und da habe ich gemerkt, es ist gar nicht auch mal so einfach, vor allem als mich ja auch dann der Florian von Anker TV in dem Interview gefragt hat, was sind eigentlich Arthouse-Filme? So, dann muss ich nochmal natürlich kurz überlegen, weil die Frage ist ja auch nicht einfach zu beantworten und außerdem, ja, was ist denn überhaupt Kunst? Weil Kunst ist ja einfach gesagt eine Ausdrucksform von Menschen, die damit irgendwas vermitteln wollen. Und dies kann sowohl in mündlicher, mit Gesang oder digital kann das irgendwie abgebildet werden. Also es gibt ja viele verschiedene Facetten. Man könnte eigentlich alles als Kunst bezeichnen, was irgendwie von einem Menschen geschaffen wird. Es kann zum Beispiel auch ein Möbelstück sein, was jemand hergestellt hat. Ja? Auch wenn er da dabei nichts irgendwie vermitteln oder transportieren wollte, keine Message, sondern ja, es wurde von einem Menschen hergestellt, es ist einzigartig, individuell. Ja, also sprich, alles kann man heutzutage als Kunst verkaufen, wenn man es möchte. Wie siehst du das? Ja, also die Definition an sich hast du jetzt eigentlich schon sehr, sehr gut runtergebrochen. Ich würde mich dem auch anschließen. Man muss mit Kunst ja nicht immer etwas aussagen wollen. Ja, also es reicht ja schon, wie du eh schon gesagt hast, irgendein Stück, was man per Handwerk erstellt hat oder so. Ne? Das ist ja auch dann schon Kunst. Das ist einfach was, was man sich ausgedacht hat, wo man arbeitet, wo man Zeit hineingesteckt hat, wo man seine Lebenszeit geopfert hat. Und das ist auch schon Kunst, ne? Aber Kunst ist halt für mich noch was mit einer viel tieferen Ebene, ne? Also das ist halt etwas, wo man seine Persönlichkeit mit reinbringen kann, wo man die Gedanken, die einen beschäftigen, irgendwie in meinem Fall oder in unserem Fall halt in Bilder gießen kann, ne? Und das ist halt einfach eine schöne Sache, finde ich, die halt auch sehr individuell ist, die wo man sich einfach kreativ austoben kann und wo man auch immer wieder was Neues machen kann. Also das ist halt sehr, wie soll ich sagen, also es wird nie langweilig, weil man sich halt einfach, weil man der Fantasie einfach freien Raum lassen kann. Ne? Ja, absolut, weil wir haben sie jetzt auch gerade, jetzt sind wir ja schon gerade mittendrin. Man kann jetzt Kunst einfach in einem Satz beschreiben, es ist eine Ausdrucksform, oder man kann, wie du das jetzt gerade ein bisschen erweitert hast, viel Leidenschaft mit reinbringen, Erfahrungen, man möchte damit irgendwas erklären. Deswegen ja, sehe ich genauso, dass für Kunst immer zu jedem ein bisschen was anderes ist. Und ich erinnere mich da mal, das hat mir mal jemand gesagt, du kennst doch bestimmt von Paul Verhoeven den Film Basic Instinct. Selbstverständlich, geiler Film. Genau, ja. Da wurde ja mal, da haben sich ja mal viele irgendwelche Kritiker oder Leute, die den Film interpretiert oder analysieren wollten, mal den Paul Verhoeven gefragt, was wollte er eigentlich mit Basic Instinct eigentlich transportieren, was wollte er damit aussagen? Ja, viele dachten, damit möchte Paul Verhoeven die Instinkte oder so das düstere Kapitel der Menschheit ein bisschen beschreiben. Und die Antwort von Paul Verhoeven war einfach, nee, er wollte einfach einen knallharten Erotik-Thriller drehen.
Das war seine Aussage, warum er diesen Film damals gemacht hat. Also man sieht auch, es muss nicht auch immer eine Message dahinter sein, einfach weil mal die Leute sich einfach mal ein bisschen austoben, einfach mal was auf die Leinwand klatschen und einfach mal gucken, wie dann die Leute reagieren. Das ist mir dazu auf jeden Fall noch aufgefallen. Genau, genau. Also da gibt es unterschiedliche Herangehensweisen, unterschiedliche Intentionen, die da dahinter stehen. Ich persönlich finde es halt ein bisschen, also mir ist es halt zu oberflächlich, wenn man da einfach irgendwas macht und dann auf die Zuschauer loslässt. Ich versuche immer die Zeit, die ich da hinein investiere, zu nutzen, um irgendwie die Leute zum Nachdenken zu bewegen oder dass man den Leuten irgendwas damit auf den Weg geben kann. Ne? Also das ist so meine Intention, wie ich da dran gehe. Aber in der Sache, die du jetzt da angesprochen hast mit Basic Instinct, Paul Verhoeven, ne, das ist ja auch legitim. Ne? Da hat jeder halt so seine eigene Herangehensweise. Und das ist ja auch das Schöne, weil da einfach jeder damit machen kann, was er will. Das ist jetzt keinen festen Regeln unterworfen, Kunst. Ne? Das hat irgendwie, das ist so, das ist sehr, sehr transparent. Also das kann jeder so auslegen, was er einfach braucht. Man kann sich rausziehen, was man braucht. Man kann hinein investieren, was man geben will und so. Und das ist halt einfach das Schöne, dieses Vielseitige einfach. Ne? Genau, und da würde ich dann auch nochmal ein bisschen wieder in die Kunstgeschichte zurückgehen. Wer sind denn so denn für dich so die ersten bekannten menschlichen Künstler? Jetzt mal so aus dem Bauch heraus, was fällt denn dir da so ein? Ja, also die ersten bekannten Künstler natürlich die Neandertaler mit ihren Höhlenmalereien, ne? Die Frage ist hundertprozentig richtig, weil da habe ich ja auch letztens eine Hausarbeit drüber geschrieben, dass ja nachweislich die Höhlenmenschen oder wie du sie jetzt genannt hast, Neandertaler, jetzt so die ersten nachweislichen Künstler waren mit ihren Höhlenmalereien, ja? Wo ja auch, es müsste in der Höhle in Spanien und Frankreich gewesen sein, wo man die ersten Höhlenmalereien entdeckt hat. Und da fragen sich aber sehr viele, was wollten die eigentlich damit ausdrücken? Ja? Warum haben die diese Malereien an die Wand geklatscht? Und da gab es ja auch dann verschiedene Meinungen dazu. Natürlich waren das jetzt Abbildungen aus dem Alltag, wie sie immer tagtäglich das Vieh gejagt haben, um natürlich auch immer zu überleben. Andere Quellen sagen auch, dass sie damit den Tieren huldigen wollten. Also Tiere wurden ja auch früher bei den Menschen ja auch als Gottheiten betrachtet oder sind es teilweise immer noch. Also man sieht da schon, dass es schon damals Huldigungen, Ausdrucksformen von Menschen gab. Auch wenn man vielleicht dachte, ja, die haben einfach nur ihren Alltag an die Wand gepinselt. Also es war schon damals ein Konzept dahinter. Und dies hat sich wirklich im Laufe der Jahrhunderte weiterentwickelt bis zu dem Punkt, an dem wir heute gerade sind. Und ich finde auch, Kunst kann, darf und muss sogar provozieren. Ich denke auch, so den Wandel, den wir in der Wirtschaft und in der Gesellschaft in den letzten Jahrhunderten verfolgen konnten, wurde auch teilweise geprägt von der Kunst, von Menschen oder irgendwelche Revolutionen, die ausgerufen wurden. Immer hatte Kunst immer so seine Finger mit im Spiel. Ganz genau. Ja, also guter Punkt, dass sich das dann auch weiterentwickelt hat in der Geschichte. Ich meine, das geht ja dann über die Römer, über die Ägypter, ne, mit ihren Hieroglyphen und so weiter. Und auch die aufwendig dekorierten Grabmäler und so weiter. Ne. Das hat ja auch alles irgendwo eine tiefere Bedeutung. Und Das ist halt auch was den Menschen irgendwie ausmacht. Der Mensch ist ja also auch durch Instinkt getrieben, aber nicht nur, er hat halt auch einen Verstand. Und er versucht halt die Erlebnisse, die er so im Laufe des Lebens sammelt, irgendwie auszudrücken. Ja? Und der tiefere Sinn dahinter ist, glaube ich, da schlage ich wieder die Brücke zu dem ersten Interview, was wir zusammen hatten, also ne, wo wir Storm of Katharsis gedreht haben, dass das halt, glaube ich, so dieser tief verankerte innere Wunsch ist, von Menschen etwas zu hinterlassen. Weil es ist ja irgendwo in einem drin, dass man irgendwann weg sein wird, dass man irgendwann stirbt und dass man dann etwas für die Nachwelt hinterlässt. Das, glaube ich, ist so dieser tief
tiefe innere Wunsch, der in Kunst liegt, ja, dass man einfach ein bisschen was von sich selber zurücklässt. Mhm. Ist das dann auch dann so dein Motiv, wieso du dann angefangen hast, Kurzfilme zu drehen? Mit Sicherheit ist das irgendwo so im Unterbewusstsein, ne, da wabert das bestimmt irgendwo so mit. Das war aber jetzt nicht mein Hauptgrund. Also mein Hauptgrund war tatsächlich erstens meine Filmleidenschaft, weil ich einfach auch selber was auf die Beine stellen wollte, weil ich schauen wollte, was ist möglich, was kann ich von meinen Ideen, die so, ne, von meinen Visionen, wie ich es ja immer nenne, in meinem Kopf, die da so rumspielen, was kann ich da verwirklichen? Und es ist halt auch so eine Art Selbsttherapie in meinem Fall, ne? Weil ich habe halt, ne, also wie die meisten Menschen, habe ich halt auch viel Scheiße erlebt, habe viel Scheiße durch. Und wenn man das so auf die Leinwand bringt, wenn man das rauslässt, es ist, also viele Psychologen raten einem ja auch, was aufzuschreiben. So, ne? Und wenn man es aufschreibt oder wenn man es in Filmform gießt oder so weiter, dann gibt man da ein bisschen was ab. Man teilt es mit anderen Leuten. Und ich glaube, dass das einen therapeutischen Effekt hat. Also bei diesem therapeutischen Effekt bin ich ganz deiner Meinung, da, weil wenn ich jetzt mal so an meine Kindheit zurückdenke, das muss ja schon seit der Kindergartenzeit angefangen haben, ja. Da habe ich ja auch schon, ich glaube, es gab keinen Tag, wo ich mal nicht 10 Blatt Papier verschwendet hatte oder ich glaube, meine Eltern mussten mir jede Woche neue Bleistifte kaufen, weil die einfach abgenutzt waren. Also ich habe jede freie Minute, wenn ich immer unterwegs war, damals gab es ja noch keine Handys oder Tablets, ja, und meine Comichefte wollte ich auch nicht überall hin mitnehmen. Ich habe einfach nur mein Blatt Papier und einen Stift gebraucht, habe einfach mal losgezeichnet, losgemalt, was mir alles mal so in den Sinn kam. Oder habe halt mal, wie das du auch von früher kennst, ne? Du malst ein Bild, Mami und Papi und das Haus, ja, auch so eine Art Höhlenmalerei in deiner ersten Kindheit. Du wolltest ja damit ja auch irgendwas ausdrücken, ja. So, genau. So lebe ich gerade, so fühle ich mich gerade. Man hat mit Farben oder mit weniger Farben gezeichnet. Also, und wir haben ja damals bestimmt auch schon unbewusst da unsere Gefühle mit eingearbeitet. Ich meine, du kennst doch sicher auch, dass dann irgendeine Erzieherin oder mal der Lehrer zu dir herkam und sich gedacht hat, was willst du jetzt damit? Ne? Finde ich jetzt ein bisschen kontrovers. Finde ich jetzt nicht so gut, was du da gemacht hast. Weil ich bekam auch in der Schule immer sehr viele Fragen gestellt, warum jetzt gerade meine Bilder so geworden sind, wie sie jetzt geworden sind. Ja. Da wurden immer Fragen gestellt, oh, das ist jetzt ein bisschen zu düster oder das ist jetzt vielleicht doch ein bisschen jenseits der Grenze, was wir jetzt eigentlich hier abbilden wollten. Aber es war halt einfach für mich die Möglichkeit, einfach mal das rauszulassen, was mir gerade im Kopf rumschwirrte. Und das passiert natürlich auch sehr vielen Künstlern. Man wird auch sehr viel mit Kritik auch konfrontiert. Also man muss auch damit klarkommen und dann schauen, dass das einen nicht dermaßen runterzieht. Also ich rate auch wirklich immer jeden, der seinen Stil immer verfolgt, dass er den auch bitte beibehalten soll. Also man soll sich jetzt nicht wirklich anpassen, das definitiv nicht, aber man sollte vielleicht so auch so ein bisschen den Mittelweg finden, um zu denken, klar, ich mache jetzt die Kunst, die mir jetzt gefällt. Aber man muss halt dann auch dann damit klarkommen, dass es halt auch nicht wirklich jedem gefallen wird. Ja, und ich denke, das ist dann auch mal so das größte Problem bei vielen Künstlern, dass sie vielleicht nicht immer gleich oder nicht sofort oder so viel Anerkennung verdienen, wie man es eigentlich am Anfang gehofft hatte. Da nehme ich jetzt mal als erstes Beispiel unseren Vincent van Gogh. Der hat ja, glaube ich, zu Lebzeiten ein einziges Gemälde verkauft und das meiste kam ja erst nach seinem Tod. Also er bekam damals auch nicht sehr viel Anerkennung und ich denke, das hat ihn auch dann dazu geführt, dass er dann auch teilweise in diese Depression dann reingerutscht ist. Mhm. Ja, Vincent van Gogh war ja allgemein einer von der Gesellschaft missverstandener Mensch, ne? Der hat halt auch die Natur geliebt. Das wird auch wunderbar in dem Film Van Gogh an der Schwelle zur Ewigkeit, glaube ich, mit Willem Dafoe, der sehr gut verkörpert wird von Willem Dafoe hier, Van Gogh, wird das ja auch wunderbar rausgearbeitet. Und das ist ein guter Punkt, den du da angesprochen hast, diese Kritikfähigkeit, die man braucht. Ne? Ja. Das ist definitiv ein Punkt, der vor allem in der heutigen Zeit
immer mehr abhanden kommt, diese Kritikfähigkeit. Also man sieht es ja in der Zeit, ne, ich will jetzt nicht in die Politik abschweifen, aber Safe Spaces und so weiter, ne, die Menschen halten einfach nichts mehr aus. Und die Menschen wollen immer irgendwie in Sicherheit gewiegt werden. Und das funktioniert halt nicht. Ne? Ich sage immer, die Welt ist ein kalter und harter Ort, mit dem man halt irgendwie sich arrangieren muss. Ja? Man kann die Welt nicht so formen, dass sie für einen passt. Und man muss immer mit Kritik rechnen. Egal, was du machst, du wirst immer kritisiert. Ja? Ja. Man kann nichts machen, was jedem gefällt. Und das ist ja auch irgendwo das Schöne, dass halt nicht allen alles gefällt. Das ist ja, das macht ja diese Vielseitigkeit aus, finde ich. Und das ist sehr, sehr wichtig, dass man damit umgehen lernt. Ja, dass man einfach hier drauf scheißt, was irgendwer über den Film sagt, den man gemacht hat oder so. Wichtig ist, dass man selber dahinter steht, dass man hinter dem steht, was man macht. Und wem es gefällt, wunderbar. Und wem nicht, ist auch okay. Das ist dem seine persönliche Meinung. Aber das schmälert ja nicht meine Sicht auf den Film oder dass ich damit irgendwie unzufriedener bin und so. Wer das macht oder wer diese Macht abgibt an andere Menschen, der, also das sagt viel auch über das Selbstbewusstsein aus, ne? Dass man nicht hinter dem steht, was man macht. Dass man quasi anderen ein Urteil fällen lässt. Ne? Ja. Dann will ich mal den Punkt aufgreifen mit dieser Kritik, die du gerade angesprochen hast. Ja, es stimmt. Also es ist erstmal schwierig in der heutigen Zeit ein konstruktives, also ich betone wirklich konstruktives Feedback abzugeben. Das wäre Punkt Nummer 1. Und Punkt Nummer 2 ist, wie dann die Menschen mit diesem Feedback umgehen. Weil ich versuche auch jetzt auch öfter mal bei den anderen Kollegen, die jetzt da selber gerade ihre Projekte auf die Beine zu stellen, versuche ich natürlich auch immer ehrlich zu sein, kein Blatt vor den Mund zu nehmen, zu sagen, ja, das finde ich gut, das finde ich gut. Mir persönlich jetzt, das musst du natürlich heutzutage immer ganz besonders betonen. Allerdings, guter Punkt. Ja, ich persönlich würde dir empfehlen oder ich persönlich empfinde das so und so. Ich würde dir noch einen Tipp geben, dass dies und jenes. Aber das ist halt dann auch wieder nur meine Meinung, ja. Und die muss dann nicht zwangsläufig dann auch für den Rest der Menschheit gelten. Wenn ich jetzt sage, gut, ich finde jetzt das Musikstück für diese Szene unpassend, dann muss das ja nicht zwangsläufig heißen, dass das jetzt jeder so auffasst. Wenn dann der Regisseur sagt, nee, ich habe mich jetzt für das Musikstück entschieden, das will ich jetzt, und dann sage ich, gut, okay, kein Problem. Und ja, natürlich, wenn man jetzt selber auch dann dieses Feedback bekommt, man will ja sich natürlich immer und immer wieder verbessern, erweitern, selber reifen. Wenn man dann aber auch dann diese Kritik nicht zulässt und immer nur dann in seiner Blase lebt, dann sollte man sich aber dann auch nicht wundern oder dann darf man auch nicht meckern, dass dann die Kritik immer gleich bleibt oder dass dann die Leute immer sagen, ah, du hast ja aus den Fehlern nichts gelernt, deine Werke schauen immer alle gleich aus. Andererseits gibt es ja auch Menschen, die wollen ja auch keine Veränderung. Ich meine, hör dir mal das erste Album vom AC/DC und das neue Album an. Und ich wette, die meisten können nicht sagen, welches das erste oder das letzte Album war, die Band noch nicht kennen. Ich glaube, AC/DC, die haben ja so, die sind ihrem Konzept fast immer treu geblieben, was ja auch sehr vielen Fans zusagt, weil manche wollen ja auch nie eine Veränderung haben. Die wollen etwas kaufen, wissen, was sie bekommen, und das wollen sie auch haben. Ja. Ja, das ist ein schmaler Grat. Ne? Ich meine, das mit AC/DC ist ein hervorragender Vergleich. Ich meine, ich kenne da persönlich sehr den Unterschied, weil ich mag die Band. Ich kenne die Bon Scott-Ära und die Brian Johnson-Ära jetzt. Ne? Ja. Gut, und ich auch der Sound und die Produktion und alles. Ich weiß, was du meinst, dass man quasi sich selber treu bleiben soll, aber man wächst ja auch mit jedem Film oder mit jedem Projekt, was man gemacht hat, wächst man ja auch mit, man sammelt Erfahrungen, was allein schon den technischen Bereich angeht. Ne? Ich werde mir jetzt ja auch dieses Programm zulegen, das du mir da empfohlen hast, für den nächsten Film, dass ich da eben auch so eine kleine Steigerung hinlegen kann. Ne? Und darauf hast du mich aufmerksam gemacht und ich habe das dankbar aufgenommen, ja. Aber wichtig ist halt, finde ich jetzt bei diesem Punkt, also dass manche, ne, manche meckern rum, der verändert seinen Stil, manche meckern rum, der bleibt seinem Stil treu, ich will mal was Neues und so. Wichtig finde ich bei dieser Sache immer, dass man einfach
das macht, worauf man selber Bock hat einfach. Ne? Dass man sich nicht irgendwie so, ah, okay, die wollen jetzt, dass ich meinen Stil ändere, jetzt ändere ich meinen Stil und so. Wenn man Bock drauf hat, immer das Gleiche zu machen, dann soll man es machen, meiner Meinung nach. Ja? Aber halt vielleicht mit ein paar technischen Finessen neuen dazu. Ne? Aber wenn man Bock hat, sich weiterzuentwickeln, was anderes zu machen, dann soll man das machen. Wichtig ist, dass man hinter dem steht, was man macht, finde ich jetzt. Finde ich genauso. Ja. Denn du wirst es ja dann auch dann bei mir sicherlich gemerkt haben, die ganzen Themen, die ich ja dann auch immer verarbeite, da, die sind meistens im Kern immer gleich. Es geht immer irgendwie um Verlust, Liebe, Einsamkeit, Erlösung und natürlich ist auch immer so der Horroraspekt immer so ein bisschen mit dabei. Also das sind halt Themen, die mich persönlich halt immer ansprechen und die ich versuche halt dann immer irgendwie abzubilden. Und was ich dann aber dann während diesen Phasen dann immer versuche dann zu verbessern, ist, wie du schon angesprochen hast, dieses Technische. Man möchte ja dann auch mal neue Sachen experimentieren mit einem Schnittprogramm. Oh, einfach mal gucken, wie wirkt denn das? Kommt das gut an? Genau. Und es wird niemals alles klappen. Aber wenn ich jetzt wirklich vorhabe, jetzt nur Kurzfilme zu machen, die genau immer 30 Minuten laufen, immer dasselbe Schema haben, den gleichen Ablauf, dann würde ich sagen, okay, es ist zwar einfach, jeder weiß, was ihn erwartet, aber dann habe ich dann auch immer so die Befürchtung, dass es dann die Leute auch dann auf Dauer vielleicht langweilen könnte, weil sie dann immer denken, ach, fällt dir denn nichts Neues ein, ne? Oh, das ist schon wieder das gleiche Thema. Ja gut, aber das könnte man ja ACDC auch vorwerfen, ne? Aber da finden es halt die Leute geil. Ne? Das ist halt so ein, das ist halt so ein Ding, ne? Das ist, es ist halt jeder Mensch anders. Und manche finden das geil, dass man gleich bleibt, und manche finden es geil, wenn man sich verändert. Das ist halt ein schmaler Grat. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, wo ich sage, wenn man Bock hat, die ganze Zeit 30-minütige Kurzfilme zu drehen, soll man es halt machen, finde ich. Ne? Wenn man überhaupt keinen Bock hat, was anderes zu machen, dann kommt da halt auch nichts raus. Dann ne? Finde ich jetzt. Ja, und dann hätte ich jetzt dann auch noch so einen der letzten Punkte. Jetzt so die Auffassung von Kunst. Ja. Ich meine, jeder hat ja einen anderen Geschmack. Und ich musste damals in meinem Studium, musste ich einmal eine Bildanalyse machen, ja, über ein berühmtes Gemälde. Und dann musste ich in meinem Fazit schreiben, was ist meine Interpretation von dem Bild? Und da habe ich geschrieben, ich finde das Bild schön. Ja? So. Und dann kam mein Kunstdozent zu mir her und hat mich gefragt, ja, Herr Güler, was ist denn für Sie schön? Und dann hatte er mich am Sack. Dann habe ich erstmal gedacht, okay, was willst du mir mit dieser Frage stellen? Und bis ich dann mal gemerkt habe, ja, eigentlich hat er recht, ja. Was ist denn eigentlich Schönheit für mich? Weil nur weil das Gemälde für mich schön ist, muss das ja nicht heißen, dass das der Rest der Menschheit ja selbst so sieht, ja. Oder weil er nicht weiß, was finde ich denn eigentlich an diesem Gemälde überhaupt schön? Also da muss man ja schon mal anfangen. Und da finde ich, hat er ja wirklich recht. Man kann jetzt nicht sagen, ich finde, das ist jetzt schön, weil jeder hat ja eine andere Definition von Schönheit. Mhm. Und so ist es dann auch mit der Kunst und mit den Filmen, Büchern etc. Manche finden zum Beispiel, gut, damit werde ich mich jetzt wahrscheinlich gleich sehr viele Feinde machen. Ich finde jetzt zum Beispiel die Filme von Francis Coppola Ford, wie jetzt Der Pate oder Apocalypse Now, finde ich alle überbewertet. Ich finde sie grundsätzlich natürlich gut gemacht, ja. Sie haben auch natürlich ihre Daseinsberechtigung, aber ich persönlich hatte da immer so einen schweren Zugang damit. Ich habe sie zwar immer alle brav angesehen, also Pate 1 bis 3, dann Apocalypse Now. Und was hat er noch für Filme gemacht? So ganz bekannte? Gott, was hat er noch gemacht? Ich habe es jetzt leider nicht im Kopf. Ja. Also ich will damit sagen, ich habe schon einige Filme von Francis Coppola Ford angesehen und da war halt immer das Gleiche mit dabei. Ich verstehe, wieso die Fans die Filme so hochhalten, aber mich persönlich haben sie jetzt nicht so sehr abgeholt wie die restlichen. Oder jetzt fällt es mir ein, Bram Stoker's Dracula ist ja auch von Francis Coppola Ford. Genau. Der wird ja auch bei vielen als der Vampirfilm schlechthin angesehen. Und ich bin echt einer der wenigen, die gesagt haben, ich fand ihn nicht schlecht, aber ich verstehe jetzt den Hype um das Ganze nicht. Ja, aber das ist halt generell so ein Punkt, ne?
wenn man halt so aus der Masse ausbricht und so und mal nicht, ne, diese Mainstream-Meinung, das ist ein Meisterwerk, wenn man das jetzt nicht teilt, dann wird man gleich von den ganzen Fanboys und so wird man gleich als Kunstbanause irgendwie deklariert oder so. Aber das ist doch Bullshit. Ja? Man kann doch ein Werk einfach nicht gut finden und so. Und man findet dann vielleicht wieder andere Sachen gut, die Mehrheit auch gut findet. Ja? Ich kann zum Beispiel mit dem Evil Dead Remake, meine Zuschauer wissen es, ne, kann ich gar nichts anfangen. Ja? Oder auch mit Tanz der Teufel 2, ne? Da haben wir eh letztes Mal schon drüber geredet. Oh, ja. Da können wir ja beide auch nichts damit anfangen. So, wo aber die Mehrheit total drauf abgeht, ne? Stimmt, ey. Das Thema können wir uns dann mal für den nächsten Podcast auf jeden Fall nochmal vormerken. Tanz der Teufel 2 und was war der andere Film? Das Evil Dead Remake, ja? Genau. Genau. Das können wir uns dann für die nächsten Podcast dann aufheben. Genau, aber so sind wir jetzt eigentlich schon recht gut durch mit dem Thema, glaube ich, so Definition Kunst, was bedeutet Kunst für den jeweiligen, ne? Ja, ich hätte da noch ein Thema, das muss mal noch von der Seele gesprochen werden und dann können wir dann zum nächsten Punkt übergehen. Okay. Wir hatten es ja nochmal vorhin mit Geschmackssache oder wie es der andere auffasst, ja? Weil wir gerade auch bei Francis Coppola Ford waren. Wenn du dir richtig viele Feinde machen willst, innerhalb von ein paar Sekunden, ja? Dann schreibt man irgendwo in die sozialen Netzwerke, dass die Dark Knight-Trilogie absolut überbewertet ist und dass Heath Ledger jetzt nicht unbedingt der beste Joker war. Wenn du das irgendwo reinschreibst, dann wirst du mit Mistgabeln und mit Fackeln verfolgt. Ja, so ist es. Oder auch wenn man sagt, man findet Conjuring scheiße. Ja? Den habe ich ganz ehrlich nicht gesehen oder auch diese ganzen Insidious-Teile, ja. Habe ich den ersten im Kino gesehen und ich war ja immer schon ein Fan von James Wan, dem wir ja auch Saw 1 zu verdanken haben. Ja. Dead Silence hieß der andere und dann auch Dead Sentences, ja. Die Filme fand ich durchwegend gut und dann bei Insidious war es für mich halt wieder so, ja, es ging schon fast leider in die Richtung 0815. Es war halt ein paar Jumpscares drin. Ja. Der Film war eigentlich fast eine, man könnte fast schon sagen, Neuinterpretation von Poltergeist, so auch vom Inhalt und Ablauf her. Ja. Es war jetzt kein totaler Reinfall, aber ich sage jetzt, gut, ich fand ihn jetzt nicht schlecht, aber auch jetzt nicht, dass ich sage, der ist jetzt in den Top 10 meiner Liste der besten Horrorfilme aller Zeiten. Ja, aber das ist halt einfach also ich bin da ganz bei dir, Dead Silence, Dead Sentence und so weiter, alles gute Filme, Saw natürlich, aber viele Filme von ihm, ne, also auch, wie gesagt, jetzt Malignant fand ich auch zum Kotzen, ehrlich gesagt. Ja. Habe ich noch gar nicht gesehen, nein. Naja, hast nichts verpasst, meiner Meinung nach. Ist ja auch wieder so ein Home-Invasion-Thriller, oder? Habe ich, glaube ich, gehört. Ach, das ist irgendwie so ein wilder Hybrid irgendwie, da ist ein bisschen Giallo drin, da ist ein bisschen Haunted House drin, zum Schluss ist das Ganze irgendwie John Wick im Horror-Style, ja. Okay. Ganz seltsamer Film, aber egal. Ja. Vielleicht liegt es auch daran, dass wir einfach zu einer anderen Zeit aufgewachsen sind, ohne dass ich jetzt den Satz sagen möchte, wir werden alt. Ja, aber das ist halt auch irgendwo Fakt, ne? Halt die Klappe. Ich glaube, wir sollten jetzt das nächste Thema anschneiden, sonst werden wir depressiv. Das machen wir. Nee, freut mich, hat ja ganz gut funktioniert. Kunst abgehakt. Ja. Dann würde ich sagen, Leute, du doch dann mal das nächste Thema ein. Da waren wir dann bei Horror. Ja, Horror im Allgemeinen. Ja. Also da sind wir wahrscheinlich am Anfang auch erstmal wieder bei der Definition von Horror, weil die Genre-Grenzen sind ja da auch oft fließend. Ja. Was zählt noch zu Horror? Was ist schon Thriller? Ja, oder so. Das ist oftmals auch nicht so ganz so einfach, diese Genre-Einordnung. Also es gibt ja viele Genre-Hybriden auch und so. Und auch Horror, warum man das vielleicht gut findet oder was einen guten Horrorfilm ausmacht oder so. Ich schätze mal, so wolltest du dieses zweite Thema begehen, schätze ich mal. Ne? Oder wolltest du da noch irgendwas hinzufügen, schwerpunktmäßig? Ich hatte da jetzt erstmal keine spezielle Vorgehensweise. Ich dachte einfach mal, du sagst, was dir dazu einfällt und dann lassen wir uns dann ein bisschen verleiten. Mhm. Aber ich finde das mit dem Hybriden ist ein ganz guter Startpunkt, weil du schon sagst, es gibt da so ein paar Filme, die alles so ein bisschen kombinieren. In welches Genre würdest du denn den ersten Terminator-Film einordnen? Das ist für mich Science-Fiction-Action.
Gut, gehe ich mit. Ich hätte noch so eine Prise Horror noch mit eingearbeitet. Ja, ich sag mal so, da spielen schon so, naja, also Horror, für Horror ist es mir irgendwie nicht düster genug. Weißt du, was ich meine? Da fehlt so dieses. Horror hat für mich auch immer so ein bisschen was mit unangenehm, mit Grusel zu tun und so. Dafür ist Terminator mir zu wenig düster, zu wenig gruselig. Ja gut, das kann sein, weil ich habe den Film ja damals, glaube ich, mit 6 oder 7 gesehen. Für mich war Ja, es da schon ein ist es bisschen klar. Horror. Ja, da Also klar. ja, ich denke, da hat man den Film auch noch so anders aufgefasst, weil so Science Fiction ist klar, ne? Es spielt teilweise in der Zukunft. Dann hast du dann die Gegenwart, wo es dann wirklich in so Richtung Action-Thriller dann sich abdriftet. Aber natürlich war es bei mir als kleines Kind natürlich auch noch ein sehr hoher Horroraspekt mit dabei, wenn du siehst, wie sich dann Arnold Schwarzenegger in seiner Wohnung hier den Arm aufschneidet und das Auge dann operiert, ne? Da denkst du dir, okay, gut, Ja. hat mich jetzt nicht ganz kalt gelassen. Ja, gut, es sind so Und einzelne Elemente, so die da eingearbeitet wurden. Ja, okay, das stimmt. Das stimmt schon, ja. ja. Aber ich meine, gut, mich hat er am Anfang halt in dem Sinn abgeholt, weil wenn man denkt, Arnold Schwarzenegger, das war, glaube ich, der erste Film, den ich damals von ihm gesehen hatte. Und das war ja damals ein Mörderviech, ne? Und da hast du dann dir gedacht, den willst du nicht alleine da nachts in L.A. begegnen, ja? Also für mich war das auf jeden Fall schon so ein blanker Horrorfilm. Jetzt nicht komplett. Also für mich war Terminator 1 immer so ein bisschen Horror, Action, Thriller, Science Fiction. Ja gut, aber da sieht man halt jetzt wieder, wie auch die Nostalgie die Sicht beeinflusst auf sowas, ne? Weil du hast eine persönliche Verbindung von damals und ich habe Ja. halt Terminator erst sehr viel später gesehen. Also ich schätze mal, dass das Ausschlaggebende hier ist, ne? Denke ich genauso, ja. Aber ich glaube, wir driften jetzt langsam wieder ein bisschen ab. Wir sollten nochmal darauf eingehen, Horror, was ist denn für mich oder was ist denn für dich Horror? Weil man kann ja sagen, es ist für mich zum Beispiel ein Horror, wenn jetzt das Internet ausfällt. Für die einen ist es ein Horror, wenn sie sich nachts im Wald verlaufen. Dann sagen die anderen wieder, naja gut, ich übernachte jedes Wochenende allein im Wald. Ja, Oder, ja. die Definition ist schwierig, weil halt da auch wieder so dieses Subjektive einfach mit reinkommt. Man ist unterschiedlich, ne? Und für jeden ist was anderes Horror. Ich kann jetzt ja nur von meiner Sicht aus sprechen, ne? Wo wir wieder bei dem Thema sind, meiner Meinung nach, ne? Ich meine, wenn man Ja, irgendwas sagt oder so, dann geht man ja automatisch von sich selber aus. Also ich finde es Blödsinn, wenn man das immer dazu sagen muss, aber egal, ne? Horror ist für mich auf jeden Fall etwas, also es ist wirklich schwer irgendwie in Worte zu fassen. Also ein mystischer Aspekt, wenn mit dabei ist, ist für mich auf jeden Fall immer schon mal so ein Punkt, ja, wenn irgendwas Unerklärliches, wenn irgendwas Unbekanntes mit reinkommt, ja, vor dem man sich fürchtet, was irgendwie Ängste auslöst, ja, was Düsteres, was Dunkles. Das sind so Begriffe, die mir da einfallen, ja. Und jetzt nicht unbedingt nur auf Filme bezogen, sondern halt auch, wenn du, keine Ahnung, wenn du jetzt irgendwie in der Stadt unterwegs bist und du gehst in so eine dunkle Seitengasse, ne, und da siehst du irgendwelche alkoholisierten Jugendlichen, ne, die da irgendwie pöbeln und so weiter und du musst da durch, ne? Ich meine, das ist dann wieder was im Kopf entsteht, ja, Horror. Du malst dir irgendwie Szenarien aus, was alles passieren könnte. Und dann gehst du vorbei und sagst, ey, hallo, Servus, ne? Und die grüßen freundlich zurück und alles ist gut. Ne? Das ist halt ein Gefühl, was im Kopf entsteht, meiner Meinung nach. Gehe ich mit? Also, es ist wirklich jetzt wieder schwierig, Horror zu beschreiben. Also, bei mir ist das immer noch so mit Angst auf jeden Fall verbunden, hast du ja auch schon Genau. gesagt. Vor Genau. Dingen, vor denen man weiß, was einen erwartet. Das heißt, oh, es ist für mich ein Horror, wenn jetzt das passiert, weil ich weiß, wie weh mir das tun würde oder was daraus passieren oder resultieren könnte. Oder natürlich auch vor Sachen, wo man nicht weiß, was da einen erwartet. Wenn ich jetzt sage, ich bin jetzt das erste Mal in der Tiefsee tauchen, ich weiß nicht, was mich erwartet. Wäre für mich Genau. jetzt der blanke Horror, wenn jetzt die Sauerstoffflasche zum Beispiel ausgeht, ne? Also ich denke, darüber könnte man noch mal in den nächsten Folgen bestimmt auch da noch mal ein paar Punkte anschneiden.
aber ich finde auf jeden Fall, ja, Horror, die Angst vor etwas zu haben, was man nicht kennt oder weiß, was da passieren könnte. Und es ist da, bei jedem ist ja die Grenze auch ein bisschen anders. Die einen, für den einen ist es Horror, in einem Raum voller irgendwelcher Holzpuppen eingesperrt zu werden. Für den einen ist es Horror, allein zu sein. Dann sagt aber wiederum dann der Eremit, boah, das ist doch das beste Leben, wenn ich mein ganzes Leben lang keine Menschen mehr um mich herum habe. Kann ich verstehen, auch den Eremiten an dieser Stelle, ne? Ja. Ja, das... Ja. Ja, es ist halt wieder sehr subjektiv, ne? Da sind wir halt einfach bei dem Punkt, jeder Mensch ist anders, ja. Aber ja, für mich ist jetzt zum Beispiel auch, also viele Menschen suchen aber auch bewusst dieses Gefühl, ja, weil es wahrscheinlich Adrenalin ausschüttet und weil das auch wieder irgendwie diesen sogenannten Kick einem gibt, ne? Und ist bei mir zum Beispiel, ich suche ja auch bewusst das Übernatürliche. Ich suche es ja. Ich bin Atheist, ich glaube nicht an Übernatürliches, aber ich lasse mich ja auch gern vom Gegenteil überzeugen und ich bin immer auf der Suche. Ja? Ich mag zum Beispiel gern Lost Places, ja? Dark Places und so und beschäftige mich auch gern mit Geschichten so aus der Historie oder mit ungewöhnlichen Phänomenen, ja, die vielleicht so eine Brücke schlagen könnten, so in diese übernatürliche Richtung, ja, wie zum Beispiel die Lichter von Hestalen, ja, so ein Lichtphänomen in Schweden, ja, wo kein Mensch weiß, wo diese tanzenden Lichter am Himmel herkommen, die teilweise ihre Form verändern und so. Da ist die Wissenschaft mit sämtlichen Messungen und so weiter immer noch nicht, seit den 80ern wird dieses Phänomen erforscht und man weiß nicht, was steckt da dahinter. Und das kurbelt natürlich die Fantasie an und es könnte irgendwas Schönes dahinter stecken, aber auch was total Grauenhaftes, was irgendwie bedrohlich ist. Ne? Und die Angst vor dem Unbekannten, das ist für mich auch, das ist für mich ein großer Punkt, der Horror ausmacht. Ja? Dieses, was könnte passieren, aber man weiß es nicht. Ne? Das haben wir ja vorher schon mal angesprochen. Deswegen finde ich, funktioniert auch Blair Witch Project so gut. Sehr guter Punkt. Dann würde ich schnell mal auf Blair Witch Project eingehen und dann nochmal auf den Punkt Faszination zu Horror. Da habe ich nämlich auch eine sehr schöne Geschichte. Ich beginne aber erstmal bei Blair Witch Project. Der Film kam hier 1999 raus. Genau. Ja, 99. Da war ich, glaube ich, sogar frische 12 geworden. So, und ich hatte ja davor auch noch mit Found-Footage-Filmen ja noch nie so wirklich Berührungspunkte erfahren können. Und ich wusste auch gar nicht, was das jetzt für ein Film sein soll. Es hat nur, du hast ja damals auch kein Internet wirklich so großartig gehabt. Ich meine, es gab es schon, aber noch nicht so ausgeprägt wie heute. Und dann hast du halt nur so ein paar Berichte gelesen wie, ja, neuer Geheimtipp. Und dann hast du wieder die Meinungen gehört, die einen fanden den total langweilig. Und dann sagten die anderen Stimmen, ja, das ist die neue Revolution im Horrorbereich. So, und dann habe ich mich auch nicht großartig über die Handlung informieren können. Du hast halt immer nur diesen Schriftzug auf dem Plakat gesehen. 3 Studenten verschwanden damals, wurden nie wieder gefunden und ein Jahr später wurde dann diese Filmaufnahmen dann entdeckt. Ne? Und ich wusste jetzt auch gar nicht, okay, was ist jetzt da so dieser Wahrheitsgehalt dahinter? Ne? Weil heutzutage wird ja auch fast jeder zweite Horrorfilm verkauft nach einer wahren Begebenheit oder inspiriert durch wahre Begebenheiten, was mich zurzeit auch ein bisschen, manchmal auch wieder ein bisschen nervt. Das haben sie jetzt zum Glück aber wieder ein bisschen zurückgestuft, dass sie jetzt wirklich nicht jeden Horrorfilm nach einer wahren Begebenheit gedreht haben. Aber ich schweife ab. Also Blair Witch Project. Ich wusste nicht, was mich erwartet. Ich war dann alleine im Kino drin und ich war neben 4 anderen Leuten, waren wir die einzigen im Kinosaal. Ne? Also es muss 20 Uhr abends gewesen sein und wir waren nur zu 5 im Kino. So, dann geht der Film an und in der ersten halben Stunde habe ich mir gedacht, oh Gott, mein armes Geld fürs Kinoticket, das kriege ich nie wieder. Ne? Was schaue ich mir da gerade für einen langweiligen Film an? Weil keine Musik, Handkamera, keine Musik. Du wusstest gar nicht, was du damit anfangen solltest. Und dann ab der Hälfte muss das ja dann sein, wo sie dann so langsam diese ersten Stockfiguren entdecken an den Bäumen oder hier irgendwelche seltsamen Geräusche hören. So, danach hat sich dann langsam dieser Spannungsbogen aufgebaut und gerade, jetzt kommen wir wieder zum Punkt, das, was du nicht kennst. Du hast ja in dem Film nichts gesehen, du hast nur vielleicht ein paar Sachen gehört. Du konntest ja nur sehr viele Sachen erahnen. Und komischerweise, obwohl ich bis dahin ja noch nie so
oft im Wald da mal unterwegs war, da gekämpft habe. Die Zeit kam erst danach. Ich konnte mich so dermaßen in die Figuren reinversetzen. Die taten mir stellenweise richtig leid, weil ich wusste, oh, ihr seid jetzt schon über 3 Tage im Wald, habt nichts mehr zu essen, euch fehlt der Schlaf. Also ich habe da richtig mitgefiebert mit denen und das war bis jetzt so das erste und ich würde sogar sagen fast das letzte Mal, wo ich mich in den Kinositz reingekrallt habe und mein Herz gespürt habe. Also das Gefühl hatte ich ganz selten erlebt. Und als dann das Finale des Films dann kam, wo sie dann in diesem Haus sind, da wollte ich dann einfach nur, dass dann der Film vorbei ist. Also ich, ja, weil man meint halt so, es springt gleich was um die Ecke oder irgendwie sowas. Ne? Das hat man damals auch noch so ein bisschen gehabt. Und, ja, genau. Ja. Oder auch aber allgemein. Aber es kam halt, ja nichts. Ne? Es kam aber auch gar nichts. Aber das ist das Geile, dieses Nicht-Visualisieren von dem, ja, was da sein könnte und so. Das ist halt das Geile. Das finde ich, so wirkt es viel besser als literweise Blut oder Jumpscares oder sowas. Einfach wie bei einem guten Buch halt. Ne? Deswegen funktionieren ja auch Bücher viel besser teilweise als, also was heißt teilweise, eigentlich größtenteils viel besser als Filme, weil halt einfach Raum für die eigene Fantasie bleibt. Und dafür gibt dir halt, also viele Filme geben dir da halt keinen Raum mehr. Und, genau, merkt ihr dann mal das Thema Buch und Film dann gleich fürs nächste Thema, ja? Mhm. Das können wir uns gleich merken. Weil dann würde ich dann auch dann langsam zum Ende zum Thema Horror kommen. Mhm. Genau, Blair Witch Project hatte ich dann angesprochen, also Film war vorbei und du hast dann gemerkt, kein einziger im Kinosaal hat nur irgendwas gesagt. Wir waren alle mucksmäuschen still und der Abspann ist gelaufen, die Lichter gingen wieder im Kinosaal an. Und wir alle sind dann einfach alle kommentarlos aus dem Kinosaal dann rausgelaufen. Also wir waren da, glaube ich, alle irgendwie erstmal geschockt, geplättet. Und ich musste dann natürlich dann 20 Minuten dann vom Kino allein nach Hause laufen bei totaler Dunkelheit. Ja, das war dann nochmal so die Aftershow-Party von diesem Horrorfilm. Das war genial. Also diesen Abend werde ich so schnell, also den werde ich nie vergessen. Also war wirklich so damals der Höhepunkt, dass mich ein Horrorfilm so dermaßen mitgerissen hat. Ja, das gleiche, also ein ähnliches Erlebnis habe ich, bei mir war es nicht ganz so intensiv wie bei dir jetzt bei Blair Witch, bei mir war es halt Tanz der Teufel, der mich wochenlang nicht mehr losgelassen hat. Ne? Ja, der hätte mich bestimmt dann auch gepackt, wenn ich ihn unter anderen Umständen gesehen hätte, weil ich habe ihn dann auch, ich habe ihn relativ, was heißt spät gesehen, spät ist auch das falsche Wort. Ich habe so mit 13, 14 gesehen auf VHS-Kassette am helllichten Tag in meinem Zimmer. Weil natürlich war er jetzt nicht ohne, aber ich denke, wenn ich den mal ganz alleine irgendwie so in den dunklen Kämmerchen bei einer großen Leinwand gesehen hätte, dann hätte ich wahrscheinlich auch den Film ab der Hälfte ausgemacht, weil ich es einfach nicht mehr ausgehalten habe. Ja. Was war denn noch das andere Thema, was ich nach Blair Witch Project noch anschneiden, weil das habe ich jetzt nämlich vergessen. Bücher. Bücher? Bücher und Horror. Das, Bücher, das wollte man doch eigentlich jetzt dann beim nächsten Thema machen. Ich wollte Achso, beim nächsten Thema, okay. Was wollte ich nach Blair Witch Project dann noch eigentlich sagen? Irgendwas war da noch? Also mir fällt es jetzt gerade nicht mehr ein, muss ich sagen. Dann war es wahrscheinlich nicht mehr so wichtig. Vielleicht fällt es uns dann in den nächsten Themen dann auf. Aber ja, das war halt mal wieder nochmal meine Auffassung von Horror. Mich hat der Film total geflasht und dann höre ich aber halt heutzutage immer noch Stimmen, die sagen, ja, mit dem Film kann ich nichts anfangen. Das ist aber für mich ein Zeichen, also ich, meiner Meinung nach, kann man diesen Film nur langweilig finden, wenn man keine Empathie besitzt oder wenn man nicht sich in die Figuren einfach hineinversetzen kann. Ne? Weil wenn du dir diese Situation vorstellst, dass du da selber drin bist, dann kann dich das gar nicht kalt lassen. Ja, ja, ist natürlich auch ein Punkt. Also ich bin mir auch ziemlich sicher, es gibt viele Hintergründe, warum man jetzt diesen Film gut oder nicht gut finden würde, warum er ihn einen jetzt gefesselt hat oder nicht. Ja, angefangen beim Stilmittel, manche konnten mit der Machart nichts anfangen. Manche sagten, ist doch wurscht, wenn die mehr draufgehen zum Thema Empathie. Ja, nee, bin ich voll bei dir. Ja, wunderbar. Dann haben wir das Thema auch weitestgehend erschöpfend behandelt. Ich bin aber auch
Ja. Okay, du darfst. Jetzt habe ich dich wieder unterbrochen. Ich sag mal so, also da wird natürlich immer noch Stoff bleiben. Ne? Also man könnte ja Tage, Wochen, Monate über dieses Thema Horror im Allgemeinen reden. Aber ich denke mal, wir haben da jetzt schon ganz gut alles so ein bisschen zusammengefasst, grob. Ne? Ich wollte ja auch erstmal nur den Grundstein legen und das Thema Horror wird dann in den nächsten Podcast definitiv wieder mit vorkommen. Ja? Also das ist erstmal nur ein Bestandteil und Horror werden wir in den nächsten Malen noch oft genug ansprechen. Gut, dann gehen wir noch auf den letzten Schwerpunkt ein, auf das letzte Thema, Filme und ihre Bedeutung. Oh ja, jetzt haben wir, glaube ich, ein kleines Fass aufgemacht, weil ich denke mal, für dich und für mich bedeuten ja Filme, haben auf jeden Fall einen sehr hohen Stellenwert, weil wir ja damit aufgewachsen sind und jetzt ja auch, dass es ja auch jetzt selber unser leidenschaftliches Hobby geworden ist. Genau. Ja, und ja, möchtest du wieder beginnen, was jetzt so Filme für dich bedeuten oder wie du so mit den Filmen in Berührung kommst, auch wenn wir es natürlich jetzt in den letzten Interviews zuhauf angesprochen hatten, aber ich denke vielleicht nochmal so, jetzt nochmal aus dem Bauch raus, was bedeuten Filme jetzt für dich? Also Filme sind für mich ein Teilbereich der Kunst, der mir halt so ein bisschen ermöglicht, in eine andere Welt abzutauchen und auch zu sehen, wie verschiedene Regisseure halt an die Sache rangehen und wie das Ganze umgesetzt ist. Es ist einfach spannend, Filme zu entdecken, finde ich. Wieder man kann auf Amazon oder irgendwo sonst oder für Leute, die streamen, ich streame ja nicht, man kann halt immer wieder was Neues, neue Teilbereiche entdecken, wie gesagt, von verschiedenen Genres, verschiedene neue Filme, alte Filme, man kann in der Filmhistorie kramen und das ist halt einfach etwas, was ich einfach spannend finde, ja, wie das Ganze dann jeweils ja, präsentiert wird, was dafür Mittel verwendet werden, wie die Schauspieler sind. Es ist halt einfach, wenn man auch halt selber schon Filme gemacht hat und so weiter, wenn auch jetzt nur in unserem Fall im Amateurbereich, aber man kann sich auch Inspiration holen für seine eigenen Werke und es gibt halt auch noch so ein paar Schlüsselpunkte, die das Ganze angestoßen haben, ja, wie zum Beispiel damals, als ich das erste Mal Alien gesehen habe mit meiner Tante. Da war ich bei ihr zu Besuch und sie hat dann, so vorgeschlagen, hey, schauen wir den und so. Ich war da, glaube ich, 7 oder 8, ja, und dann hat die den einfach reingeschmissen und so und Und sie hat halt gesagt, oh, das ist ein ganz schlimmer Film und so. Und das war für mich so der Reiz des Verbotenen. Ja, oh, was kommt da jetzt? Ne? So, das war, da hatte ich wirklich richtig Adrenalin, da war ich richtig aufgeregt, ja. Und habe mich auch gefürchtet, obwohl ich noch gar nicht wusste, was da überhaupt auf mich zukommt. Aber sie hat das so krass beschrieben, ja. Und sie hat mir dann auch bei etwas blutigeren Szenen oder so, hat sie mir halt dann auch die Augen zugehalten und so, ne? Aber ich weiß noch, dass das genau das Schlimme war. Ich glaube, wenn ich das gesehen hätte, wäre es nicht so schlimm gewesen, als wenn sie mir die Augen zugehalten hätte. Ja? Weil da habe ich in meiner Fantasie mir das alles noch krasser vorgestellt, als es im eigenen Film eigentlich war. Ja? Die Furcht des Unbekannten, da haben wir es wieder. Genau, und das ist was mich halt unglaublich antriggert. Aber das ist so ein Punkt, der so ein bisschen diese Filmleidenschaft, glaube ich, bei mir angestoßen hat. Ja. Weil das war so ein Punkt einfach. Der andere Punkt war halt, als ich mit David Lynch in Berührung gekommen bin und als ich Lost Highway gesehen habe, damals noch mit meinem alten Freundeskreis. Wie alt warst du damals? Da war ich um die 13 oder 14. Mhm. Und das war halt so eine ganz eigene Sparte von Filmen. Ne? Das war so ein Film, der hat sich komplett abgehoben von anderen Filmen, die ich bisher kannte. So dieses Langsame, dieses Düstere, dieses Unangenehme, ja. Man hat die ganze Zeit auch wieder nicht gewusst, wo will der Film hin und so. Und das war nichts Greifbares. Da war kein Mörder, der rumgelaufen ist oder so, ne? Und so. Und das war auch so ein Punkt. Diese beiden Schlüsselpunkte, glaube ich, das waren, also im Interview mit Florian habe ich noch einen Schlüsselpunkt genannt, aber egal.
das waren einige so diese Kernpunkte, die mich halt da so ein bisschen angetriggert haben und wo ich halt wirklich so eine Filmleidenschaft langsam aufgebaut habe und einfach gesehen habe, was mir Filme geben können. Ja? Da würde ich dich gleich mal dazu fragen, du hast Lost Highway mit 13 gesehen, ja? Genau. Also ich habe ihn, glaube ich, so mit Mitte 20 damals gesehen und musste ganz ehrlich sagen, das war so auch einer meiner ersten David Lynch Filme. Für mich fiel es damals schwierig, da einen Bezug aufzubauen oder so ein bisschen dem Film zu folgen. Und jetzt wollte ich mal wissen, wie war das für dich mit 13? Weil dieser Film ist ja von der Erzählstruktur, von der Art und Weise ja komplett anders als die meisten amerikanischen Filme, die wir erkennen. Hast du nach dem Film Lost Highway, was hast du denn dann über den Film gedacht? Dachtest du, okay, er ist so, wie er ist? Oder einfach, nee, der hat mich einfach nur noch mehr verwirrt? Also er hat mich natürlich verwirrt, ist klar. Also das wäre gelogen, ich glaube, jeder lügt, der sagt, der hat mich nicht verwirrt, der Film. Ne? Ja. aber das fand ich gerade das Tolle, weil bei anderen Filmen, die haben halt immer den gleichen Ablauf. Ne? Du hast eine Einleitung, du hast einen Mittelteil, wo es spannend wird und du hast halt so ein Finale. Und das war halt bei Lost Highway ganz anders. Da gab es in der Mitte dann so einen Break, dann ist die Handlung in was komplett anderes übergeschwappt. Ja, und dann sind teilweise verschiedene Handlungsstränge ineinander gelaufen. Und das ist halt wie so ein großes Rätsel, was gelöst werden will. Und das fand ich halt immer schon spannend. Das ist wie so ein Kreuzworträtsel. Ne? So, und ich habe mir gedacht, boah, den Film, den muss ich mir unbedingt noch öfter anschauen. Und das hat der Film in mir ausgelöst, ja, und auch dieses Bedrohliche. Also ich finde, das kann halt David Lynch viel besser als teilweise Horrorfilme, ne? Also ich weiß nicht, kennst du zum Beispiel Mulholland Drive? Nein. Mulholland Drive, ist ja auch... Also der Name sagt mir was, ja, er sagt mir schon was. Das ist auch ein David Lynch-Film und der schafft es halt mit so... subtilen Mitteln beim Zuschauer halt einfach Grauen zu erzeugen. Ne? Da gibt es so eine Szene in einem, also ich spoilere jetzt nicht großartig, aber es gibt so eine Szene in einem Café. Ja? Da kommt dann so ein Typ rein und setzt sich zu einem anderen hin und man merkt, der da sitzt, der ist komplett verängstigt. Ja? Und man weiß nicht, woran liegt es. Ja? Und dann erzählt er so ein bisschen über den, dass er ganz schreckliche Albträume hat und dass er in seinem Traum sieht, dass hinter diesem Restaurant irgendwas auf ihn lauert und so und mit so einer ganz unangenehmen Musik unterlegt. Und ich finde, das sind halt so Szenen, die sich bei mir komplett eingebrannt haben. Ja? Vielleicht war das auch dein Vorteil, dass du damals erst 13 warst und noch nicht so geprägt warst von so vielen Filmen, wie es jetzt dann bei mir zu dem Zeitpunkt war. Mhm. Das heißt, du warst dann noch relativ bereit, noch andere Stilmittel zu erfahren und nicht nur immer so dieses 0815-Konzept, wie du es gerade angesprochen hast. Wenn du jetzt, sagen wir mal, mit 30 ist mir ja schon geistig mehr oder weniger vollends geistig ausgereift und meinte, man hat schon alles gesehen und hat dann seine gewisse Struktur, was auch jetzt Geschichten, Filme betrifft. Und dann kommt jemand wie David Lynch her oder nehmen wir jetzt mal andere krasse Beispiele wie El Topo oder Der Heilige Berg, wo es dann die meisten Leute total vor den Kopf stößt und sagt, das hat auch nichts mehr mit einem strukturierten Film zu tun. Mhm. Vielleicht war das ja genau dein Vorteil. Ich kam auch so mit, jetzt haben wir es wieder so mit diesen Arthouse-Filmen, kam ich relativ spät in Verbindung und da musste ich mich auch erstmal so ein bisschen einfinden oder einarbeiten, um das Ganze zu begreifen, was da eigentlich damit gemeint ist. Ja, das ist mit Sicherheit ein Punkt. Je früher man mit sowas in Berührung kommt, umso besser kommt man damit klar. Ne? Und desto mehr kann man halt auch zurückblicken. Ne? Und wie gesagt, dann halt auch nostalgischen Wert aus den Filmen ziehen. Ne? Ja. Ja. Bin ich voll bei dir. Genau. Aber ich finde es gut, dass du trotzdem da so offen bist. Und ich meine, wenn jemand wie du und ich, wir sind ja da allgemein sehr, sehr interessiert in diesem Gebiet allgemein. Und das ist, glaube ich, auch bei dir eben dann der Vorteil, weil du trotzdem bereit bist, dich auf was Neues einzulassen, auch wenn du schon ein gewisses Alter hast. Ne? Ja, ich meine, ich versuche dann trotzdem immer mit jedem Mal dann immer aus Fehlern zu lernen oder dann immer zu schauen, was gibt es denn noch so für Möglichkeiten? Weil für mich wäre es total langweilig, wenn ich ständig immer nur Horrorfilme sehen würde. Ich brauche natürlich auch mal ein bisschen Abwechslung. Ich genau.
ab und zu mag ich es auch mal ein bisschen bunt, ohne Frage. Aber ja, er hat natürlich seine Vorlieben, seine Struktur. Aber es schadet auch mal nicht mal, auch mal was Neues auszuprobieren. Dann wird man auch nicht so eingefahren und endet nicht so wie dieser mürrische Onkel, der immer nur im Wohnzimmer sitzt und mit seinen paar Gläschen Bier mal Formel 1 schaut. Ja, das und das ist halt auch das, was ich am Anfang von diesem Themenblock hier angesprochen habe, einfach dieses vielseitige, dieses Entdecken wieder von neuen Sachen. So, wie gesagt, wenn man auch in der Filmhistorie kramt und so, ne? Ich meine, was die 70er, 60er, 50er abwärts, was da noch alles Neues entdeckt werden will, was man noch nicht kennt. Ne? Ja. Und aber das ist halt in der heutigen schnelllebigen Zeit auch ziemlich eingefahren, finde ich, dass man eben sich nicht mehr auf sowas einlässt. Ne? Ich habe es immer wieder angesprochen, für viele sind ja Filme von 2022 schon steinalt. Ne? Dann frage ich mich immer, was sind Filme aus den 60ern für diese Leute? Ne? Ja, die sind wahrscheinlich so im Museumsartikel. Ja. Steinzeit. Ja, Höhlenmalerei. Ja. Ja. Interessant, als ich dich ja vorhin gefragt habe, wie so deine ersten Berührungspunkte so mit Film waren. Ne? Das war so fast auch so das Gleiche wie bei mir. Weil wenn du mich jetzt fragen würdest, wie stehst du so zum Thema Filme? Was hatte ich damit das erste Mal damit in Verbindung gebracht? Bei dir war es die Tante. Bei mir war es damals mein Ziehopa. Okay. Da muss ich jetzt mal ein bisschen ausholen, weil ich denke mal, du wurdest ja auch mal mit so Grimms-Märchen eingeschläfert worden, ja, Hänsel und Gretel, Rumpelstilzchen. Ganz früher definitiv, ja. Ja, weil ich glaube, ja. so wie fast alle aus unserer Generation. Und man muss ja auch sagen, die Geschichten waren ja nicht wirklich, wie soll ich denn sagen? Jugendfrei. Sie waren jetzt nicht unspannend, ja. Also wenn man jetzt mal das Ganze ein bisschen beschreibt, Eltern setzen ihre Kinder im Wald aus, ja, weil die sie nicht mehr ernähren können, werden von einer kannibalischen Hexe in ein Haus gelockt, dann wird dann die Hexe verbrannt. Ja, also ich finde jetzt nicht, dass das jetzt eine kindgerechte Geschichte ist, jetzt mal so auf den ersten Blick, ne? Ja, also man kann sagen, unsere Jugend-Kindergeschichten, die stammen alle aus dem sozialen Brennpunkt, ne? Ich mag auch immer noch die Geschichten von Stuhlpeter und Max und Moritz, ja, wo man heutzutage sagen könnte, naja, sind die pädagogisch jetzt so viel wertvoll? Und ich denke mir, hey, einerseits ist es bloß eine Geschichte, ja, da muss ja dann auch gar nicht mehr sich jemand was dabei gedacht haben. Vielleicht schon, aber es waren halt auch andere Zeiten. Ja, aber Struwwelpeter ist halt schon hart an der Grenze, finde ich. Ne? Das mit diesem Typ, der da kommt, wenn man am Daumen lutscht und schneidet den ab. Ne? Ja. Das sind schon so Sachen, weil das halt auch in den Büchern teilweise sehr grafisch illustriert ist. Ne? Aber wie fandest du das damals? Hast du damals gesagt, boah, diese Geschichte hat mich jetzt total schockiert? Oder hast du gesagt, ja gut, so nach dem Motto, wer nicht hören will, muss fühlen? Nee, eigentlich gar nicht, weil ich denke, hier macht halt der Ton die Musik, ja, also weil du kannst ja eigentlich die krassesten Geschichten kannst du ja trotzdem irgendwie kindgerecht verpacken, ja. Genau. Ja. Und das ist hier das Wichtige dran, weil sich immer teilweise Moralapostel drüber aufregen, das ist nicht kindgerecht, das ist nicht mehr zeitgemäß oder was weiß ich, was da heute wieder da für ein Bullshit teilweise gelabert wird. Ja. Ich sag immer, du musst es halt irgendwie so verpacken, dass das Kind damit zurechtkommt. Du musst ja nicht krass auf Details eingehen, wie die Hexe da verbrennt, wie es da die Haut, wie es da die Haut zersetzt da im Ofen oder was weiß ich. Und dann schürst du gar nicht so krass dann die Fantasie an vom Kind, ja. Weil ein Kind interessiert sich ja eigentlich dann mehr für die Geschichte an sich, was passiert mit diesen beiden Kindern, ja, geht's denen gut oder und auch wichtig, dass es da ein Happy End gibt. Die kommen wieder nach Hause zu ihren Eltern und so. Die Details in den Geschichten teilweise interessieren die Kinder gar nicht so wirklich, glaube ich, oftmals, ne? Sehe ich genauso, weil ich habe ja auch immer Struwwelpeter, Max und Moritz oder die ganzen Grimms-Märchen, die kamen für mich jetzt nicht so krass rüber, wie man das jetzt heutzutage als Erwachsener jetzt dann natürlich bewerten würde. Ist klar, für mich stand immer, na klar waren die Geschichten spannend für uns, aber wir haben jetzt das nicht so auf die Goldwaagschale gelegt, dass wir jetzt gesagt haben, boah, Mama, Papa, du hast mich jetzt mit dieser Geschichte traumatisiert. Ja?
weil das kam dann erst später durch meinen Ziehopa. Ich meine, klingt jetzt vielleicht ein bisschen abwertend, aber so war es ja gar nicht. Er hat mir ja, so wie deine Tante dir Alien gezeigt hat, hat mein Opa mir damals Filme halt mal gezeigt wie Tanz der Teufel, Chucky die Mörderpuppe oder jetzt auch der erste Terminator-Film. Mhm. Klar, da habe ich dann schon gesagt, okay, den möchte ich jetzt erstmal nicht sehen, das war noch ein bisschen zu gruselig. Aber jetzt dann gerade durch Terminator, das war ja so der erste Film, der mich ja auch so richtig gefesselt und gepackt hat. Und dieses Gefühl, das erlebt man so, wenn man älter wird, ganz, 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 ganz selten. Ne? Gerade weil du ja schon sehr viel gesehen hast. Und das stimmt. Durch dieses Gefühl, das war dann die Steigerung von Büchern, dass ich gemerkt habe, oh, du kannst in einem Film, das sammelt alles so ein bisschen zusammen. Du hast eine Geschichte aus Büchern, du hast eine grafische und vor allem auch eine musikalische Darstellung, ja. Und das wird dann alles da verpackt. Und da muss ich sagen, sind Filme für mich eines der besten Medien, wo man Kunst präsentieren kann, weil du hast, wenn man will, Musik mit drin, Schauspieler, die etwas ausdrücken und irgendetwas anderes. Ja, und das fließt dann alles auf Film mit ein. Mhm. Und das war dann auch so der Grund, wieso ich dann gesagt habe, ich ziehe dann Filmen so jetzt so Büchern eher vor. Mhm. Ich meine, sicherlich, Bücher sind natürlich auch ein sehr schönes Ausdrucksmittel, wo man ja auch seine eigene Fantasie freien Lauf lassen kann. Aber gerade jetzt auch so für uns Künstler, die ja dann selber etwas präsentieren wollen, ja, oder dann wirklich sehen wollen, wie sieht eigentlich dann mein Werk im Großen und Ganzen aus, weil ein Buch, das muss man ja erst lesen, um das Gesamte dann ja dann zu sehen oder dann zu verstehen. Und beim Film, da reicht es dann meistens hier für 90 Minuten und dann kann man sehen, ja, das habe ich jetzt gerade geschaffen. Und das ist wahrscheinlich der Grund, warum Filme für mich einen so hohen Stellenwert haben. Mhm. Ja, kann ich sehr gut nachvollziehen. Auch dieser Punkt, dass quasi viele Sachen damit einfließen. Musik, Bilder, verschiedene Menschen, Schauspieler und so. Ne? Das ist halt einfach... und ich sag mal so, ich glaube, das ist halt auch ein Punkt, warum wir unter anderem auch Filme vorziehen. Ich meine, ich lese auch sehr gern, allerdings eher philosophische Fachliteratur. Aber das ist halt auch... Ein Buch musst du dir erarbeiten. Du musst Zeit dafür haben, du musst die Muße dafür haben, dich da hinzusetzen. Und das braucht halt auch viele Sitzungen, je nachdem, wie viel Inhalt, wie viele Seiten das Buch hat und so. Und einen Film, den hast du halt, wie du eh schon sagst, meistens in 90 Minuten weggeguckt und dann hast du das ganze Werk inhaliert, sage ich jetzt mal, ne? Als Kunstinteressierter und so. Und das ist halt so ein bisschen... alltagsfreundlicher so ein Film, ne? Als ein Buch. Ja. Ja. Deswegen hatte ich jetzt auch so meine Probleme mit jetzt so anderen Filmen. Ich nenne jetzt mal, es ist schwer, ein Gott zu sein. Der dauert ja über 3 Stunden, der Film. Oh ja. Ja. Und du hörst ja da auch keinen Ton Musik, ja? Und das war dann auch einer für mich leider der Gründe, wieso ich dann gesagt habe, gut, ich kann verstehen, warum der Film von jedem so gelobt wird, weil es ist ja an sich ein monumentalisches Werk, ne? Weil die haben ja, glaube ich, an einem riesen Set gedreht und die Kamera ist ja dann immer dem Hauptdarsteller gefolgt. Das heißt, du hattest immer das Gefühl, dass die jetzt wirklich in dieser realen Welt waren. Also das kam schon bei mir an. Nur leider war es halt für mich dann auf Dauer auch anstrengend, das Ganze zu verfolgen, weil du ja dann trotzdem nicht des Russischen so mächtig bist und dich auf Untertitel verlassen musst. Und halt, also für mich braucht halt wirklich ein guter Film auch wirklich Musik. Jetzt mal Leverage Project mal ausgeklammert, aber alle Filme, die bei mir in der oberen Rangliste sind, das war eigentlich der Grund wegen der Musik. Also die Musik ist für mich immer so eigentlich der Hauptträger von dem Ganzen. Ohne Musik kann für mich ein Film nicht funktionieren. Ja. Würde ich mich anschließen auf jeden Fall. Gut, es kommt natürlich auch auf das individuelle Werk stark an. Also wenn jetzt ein Film so viele Qualitäten hat wie Blair Witch Project zum Beispiel, dann kann man auch mal über das hinwegsehen, genau wie auch I Spit on Your Grave, das Original zum Beispiel. Das mag ich auch recht gern, da ist ja auch keine Musik dabei. Ja. Aber ich stimme dir im Großen und Ganzen zu. Also Bilder müssen mit Musik eine Symbiose eingehen. Das ist ja auch was ich in meinen Filmen sehr stark verarbeite, was du in deinen Filmen sehr stark verarbeitest. Also
Wie gesagt, ich bin ja absoluter Fan von deinem Film, ne? Tale of Four Seasons. Ich war damals echt bei der ersten Premiere komplett geflasht und auch von dieser Szene, von dieser wunderschönen Szene da im Sommer, ne? Wo da Günther und Melody da verliebt sind und diese schöne Klaviermusik im Hintergrund. Also das ist für mich immer noch so das Highlight von dem Film, muss ich sagen. Das sind für mich so Beispiele, wo ich sage, so da das funktioniert nicht ohne Musik. Ne? Ja, definitiv nicht. Stell dir jetzt mal vor, ein Film von dir oder von mir ohne Musik, das würde nicht funktionieren. Ja, dann wäre es halt, ja. Nee, hätte nicht funktioniert. Aber erstmal danke nochmal. Und ich fand ja auch jetzt von deinen beiden ersten oder jetzt von deinen richtigen Kurzfilmen fand ich auch jetzt Storm of Catharsis am besten, weil ja der wurde ja wirklich ständig von der Musik begleitet. Und es ist ja auch gar nicht so einfach, was wir da gemacht haben, einen Kurzfilm ohne Dialoge auf die Beine zu stellen, der dann trotzdem funktioniert. Das heißt, dann musst du dann wirklich schon schauen, passt auch diese Musik zu dieser Szene. Mhm. Ja, aber da lege ich ja quasi eigentlich meinen größten Fokus drauf. Ja? Also wie gesagt, viele legen ja ihren Fokus bei Filmen, also viele Regisseure legen ja da mehr Wert auf die eigentliche Story, dass da möglichst viele Twists drin sind oder möglichst detailliert alles ist und so. Aber für mich zählt halt einfach die Kombination von Bilder und Musik, wie ich es eh schon gesagt habe. Und ich verbringe da halt wirklich die meiste Zeit eigentlich damit. Also schneiden braucht natürlich auch seine Zeit, aber wirklich die Musik auszuwählen und dass die wirklich genau zu jeder Szene passen und so, das ist für mich jetzt wirklich der interessanteste Teil der Arbeit, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Weil das hat ja auch Maria Dora auch einmal im Interview gesagt, er kann sich nicht vorstellen, dass Film und Musik einzeln funktionieren, also bei ihm muss es immer kombiniert sein. Mhm. Stimme ich ihm teilweise zu, weil es bringt nichts, wenn du eine Szene schneidest und einfach nur ein Musikstück drüber legst. Ne? Ich habe ja das auch bei meinen letzten Filmen ja auch immer oft, das war mir relativ wichtig, dass dann die Szene mit dem Musikstück, dass man wirklich als Zuschauer merkt, das war extra so gemacht gewesen. Also es muss wirklich, die Szene muss mit dem Musikstück harmonieren, es muss dazu passen. Du kannst ja nicht einfach willkürlich was zusammenschneiden und das habe ich bei mein letzten Musikvideo gemerkt, als ich das zusammengeschnitten habe, du musst da echt auf jeden Takt einzeln achten. Mhm. Wenn das nicht ineinander übergreift, dann denkst du dir, okay, selbst wenn du da nicht erfahren bist, ja, merkt man dann als Zuschauer trotzdem, das passt irgendwie nicht zusammen. Und deswegen ziehe ich halt deswegen wieder Filme einem Buch vor. Ich meine, klar, mit einem Buch muss man sich beschäftigen, man braucht Fantasie, aber da fehlt mir halt dann nochmal so dieses, ja, so dieses Audiovisuelle, aber hauptsächlich so die Musik zum Beispiel. Ja, ich brauche immer etwas so, immer so einen kleinen Klang mit dazu. Und im besten Fall führt ja dieser Klang, diese Musik, die man da verwendet, führt am besten, also im besten Fall dazu, dass bei einem Zuschauer Gänsehaut ausgelöst wird. Und das ist etwas, das ist für mich das größte Kompliment, was mir ein Zuschauer machen kann. Ja, dass einer sagt wirklich, ey, bei dieser Szene habe ich Gänsehaut bekommen. Ja, genau. Ja. Und, wenn ich einfach merke, da sind die Emotionen irgendwie angesprochen worden vom Zuschauer. Und ja. das ist für mich wirklich ein größeres Kompliment kann man mir nicht machen, finde ich. Also, ja. Ja, also ich hatte so einen ganz kleinen Moment, das war ja bei Storm of Catharsis so also am Ende, ne? Und das war, glaube ich, auch hauptsächlich durch deine gute Musikauswahl, habe ich dann gemerkt, da hatte ich echt das Gefühl, du hattest auf jeden Fall ein Konzept im Kopf und schon mal dieses Lied muss dann zu dieser Szene dann dazu geschnitten werden und natürlich auch an das Bild angeglichen werden. Sonst hätte das auch nicht funktioniert und du hättest das beste Musikstück nehmen können, aber wenn man das nicht gut mit einarbeitet, dann bringt das alles gar nichts. Und nochmal letzter Punkt dann von mir, dann wäre ich eigentlich beim Thema Filme dann von meiner Seite aus durch. Ich finde, man sollte auch jetzt nicht ein Buch mit einer Buchverfilmung dann irgendwie vergleichen, weil es ist erstmal gar nicht möglich. Denn wenn du versuchst, Stephen Kings S, ja, 1:1 zu verfilmen, der Film würde erstmal über 6 Stunden dauern und er wäre total langweilig. Von daher sage ich, es ist okay und sogar fast Pflicht, wenn die Buchverfilmung
komplett anders ist als das Buch. Mhm. Würde ich auf jeden Fall zustimmen. Also ich bin auch immer dafür, dass sich da der Regisseur seine Freiheiten nimmt. Ja. Ist ja Stephen King nicht so der Ansicht, wenn es jetzt um Shining geht. Ne? Obwohl ich da sagen muss, dass Shining wirklich eines der besseren Stephen King-Verfilmungen ist, so jetzt neben Green Mile oder Die Verurteilten. Ja, ich finde den auch grandios. Das ist für mich ein legendärer Horrorklassiker. Ja. Aber grundsätzlich ist es halt so, dass das Problem ist, dass sich, wenn ein Zuschauer von einem Film, der halt vorher das Buch gelesen hat, dass sich da halt schon so Bilder eingebrannt haben im Kopf, ja. Ich stelle mir diesen Ort so und so vor, ich stelle mir die Szene so und so vor, und wenn das dann im Film anders ist, dann ist dieser persönliche Bezug so weg. Weißt du, was ich meine? Das ist, glaube ich, das Problem, was viele Kritiker von Buchverfilmungen wo da das größte Problem besteht. Deswegen tun sich auch viele leichter, die vorher nicht das Buch gelesen haben, weil sich dann da noch nicht irgendwas manifestiert hat im Kopf. Ja, vor allem auch, ich habe meistens ja immer zuerst die Verfilmung gesehen und erst dann das Buch gelesen. Ne? Deswegen konnte ich am Anfang nicht so mitreden, bis auf eine Ausnahme, das war dann das Buch Neue Fahr Süd, wo ich zuerst das Buch gelesen hatte und dann die TV-Verfilmung dann zufällig im Fernsehen gesehen hatte. Und das Einzige, was mir natürlich aufgefallen ist, war natürlich, die mussten sehr viele Passagen aus dem Film rauskürzen, weil es dann für den Film zu lang gewesen wäre. Aber nichtsdestotrotz hatte ich dann sehr viele Wiedererkennungswerte, wo ich dann gesagt habe, die Stelle, die kommt mir bekannt vor, oh, das und das. Oh, okay, das hätte ich mir vielleicht auch so vorgestellt. Manches war dann ein bisschen abgeändert worden. Aber das ist vollkommen okay, und jeder hat ja dann auch seine andere Sicht auf die Dinge, wie er sie gerne grafisch darstellen möchte. Ja, und wie du schon vorher angesprochen hast, es ist halt auch eine Zeitfrage, weil, wie du schon sagst, wenn man das 1:1 verfilmen würde, es jetzt zum Beispiel 6 Stunden und so, da muss der Regisseur natürlich auch Abstriche machen und vielleicht auf die ein oder andere Szene verzichten, die aber ein anderer vielleicht gerne drin haben würde, so. Wir kennen es ja selber, als wir unsere ersten Filme geschnitten hatten. Wir hätten natürlich gerne das ganze Rohmaterial drin gelassen, weil wir natürlich auf kein einziges Bild verzichten wollten, haben aber dann gemerkt, es ist vielleicht doch sinnvoller für den Film, dass wir vielleicht manches ein bisschen straffen oder kürzen, sonst wirkt dann manche Szenerie auf den Zuschauer ein bisschen zu lang. Darum habe ich ja meinen Kurzfilm dann nochmal um 8 Minuten gekürzt. Am Anfang war es eher unfreiwillig, bis ich dann im Nachhinein festgestellt habe, eigentlich kommt der Film so besser rüber. Ja. Ja. Und wo wir es gerade bei Zeit haben, wir sind jetzt bei 1:17. Ja, ich denke, sind wir eigentlich jetzt ganz gut dabei gewesen, und mir fällt jetzt auch jetzt großartig nichts mehr weiter ein. Weiß jetzt nicht, wie es bei dir aussieht. Nö, ich denke, wir sind soweit durch. War auf jeden Fall eine sehr schöne erste Folge, finde ich. Wir sind schnell und gut reingekommen, sind tief in die Materie auch reingegangen, beim nächsten Mal dann noch tiefer. Ja. Und wir haben es ohne Gleitmittel geschafft, ja? Gut reinzukommen. Ja. Und Gleitmittel, ich meine, vielleicht machen wir es beim nächsten Mal mit Gleitmittel, dann wird es vielleicht noch besser funktionieren. Ne? Man soll offen für neue Dinge sein, haben wir ja vorhin festgestellt. Genau. Ja, dann bedanke ich mich bei dir auf jeden Fall, Timur, auch für die geile Idee. Ja, du bist ja auf die Idee mit diesem Podcast hier gekommen. Ja, die kam halt mal wieder auf den Klo, ja, so wie die meisten guten Ideen. Hast du dein Smartphone vergessen und musstest ein bisschen deine Fantasie einschalten, oder was? Also alle revolutionären Ideen, die ich in meinem Leben hatte, die sind immer auf dem Klo entstanden. Ja, es war bei Dora wahrscheinlich auch oft der Fall, ne? Das ist ein anderes Kapitel, da können wir mal einen separaten Podcast aufnehmen. Ja, auf jeden Fall hat Spaß gemacht. Und, auf jeden Fall, ja. Ich freue mich auf die zweite Folge und natürlich auch schon auf unsere nächste Zusammenarbeit. Wie gesagt, meine nächste Idee, die steht ja schon. Du weißt ja auch schon, in welche Richtung es ungefähr gehen soll, ne? Ja, ich lasse mich aber dann trotzdem nochmal überraschen, was dir bis dahin noch weiteres einfällt. Und wir wollen ja auf jeden Fall noch mindestens 2 Folgen aufnehmen, werden natürlich dann erstmal auf das Feedback von unseren Zuhörern dann erstmal abwarten, wie die das Ganze so aufgefasst haben, ob die das
total scheiße fanden oder vielleicht dem Ganzen doch ein bisschen was abgewinnen konnten. Und dann lassen wir dann daraus sich das Ganze entwickeln. Entweder es bleibt bei 3 Folgen oder wir machen wieder so ein Multiversum draus mit neuen Gästen, neuen Themen oder vielleicht auch, dass wir das irgendwo an einem Ort live aufnehmen können. Wer weiß, wo die Reise uns hinführt. Das ist jetzt erstmal nur so ein kurzer Probedurchlauf, gucken, wie er ankommt und dann lassen wir es sich entwickeln. Perfekt, also ich hätte auf jeden Fall Bock drauf. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr auch Bock drauf habt. Ja, schreibt mir rein, welche Themen ihr vielleicht besprochen haben wollt, was euch interessiert, ob ihr auch mal dabei sein wollt und so weiter. Wie gesagt, bei den Misanthropics auf Facebook und so weiter, schaut vorbei. Und dann würde ich sagen, verabschieden wir uns und bis zum nächsten Mal. Ne? Genau, ich sage Tschüss an alle, danke fürs Zuhören und ich freue mich dann aufs nächste Mal, Andi. Wunderbar, ich mich auch. Ciao, Servus miteinander. Tschüss.